Genau. Wir machen das wirklich so. Ach, verdammt. Wir müssen trotzdem nochmal hier achten, dass wir das so machen. Ich teste mal was. Kann man das runterschieben? Nein, können wir nicht runterschieben. Dann sind wir ja in Sicherheit. Ich dachte schon, dass wir wegen zu dämlichen Schiebens dann die Statue verlieren. Aber das ist ja Gott sei Dank nicht der Fall. So. So, passa, sasa. So müssen wir das machen. Runter. Und jetzt so. Verlieren wir wieder ein Herz, das ist mir egal. Bestimmt kann man das auch noch irgendwie anders machen, aber das ist in Ordnung so. So, wie mache ich das jetzt? Wir müssen... Ach, da unten kann man auch runterfallen. Schön. So, da haben wir das jetzt ausgetrickst. Ich hoffe, das klappt jetzt noch so. Ja, tut es. Sehr schön, wir kommen weiter. So, geschafft. So, kann man dich noch schieben? Ja, warum kann man dich schieben? Keine Ahnung. So. Ist das hier jetzt dasselbe Spektakel nochmal? Wenn ja, dann ist das ziemlich... Nein. Ziemlich doof. So, die schmeiß mal runter. Ich muss mich hier mal gerade orientieren. Das gehen wir anders an. Nein. Das machen wir so. Und möglichst ohne runterzufallen. Ach ja. So. Können wir euch schieben? Nein. Kann man dich schieben? Nein. So, dann möchte ich dich hier kaputt machen. Dann möchte ich... Nein. Wir gucken, ob man weiterkommt. Ja. Das ist eine Schachtel. So. Da kommen wir aber nur von der anderen Seite hin. Bedeutet, wir müssen den hier machen. Wir müssen den hier machen. Und ich sehe, wofür wir die Statue brauchen. Halleluja. Das wird ein Spaß. Oder? Ja. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal die ganzen Wege aufgeräumt. Das ist sehr schön. Wir gehen jetzt hier auch nochmal weiter und räumen den Rest auf. So. Die schieben wir runter. Die machen wir kaputt. Wir wollen ja keine Gegner auf dem Weg unseres Schiebeerfolgs haben. Dich können wir nicht schieben. Dich können wir wieder schieben. Gehen wir hier runter. So. Wow, dann würde ich sagen, fangen wir an mit unserem Schieberätsel Nummer 2. Uah. So. Na, jetzt können wir hier das nicht um die Ecke ziehen. So. Gott, ich wäre, glaube ich, ziemlich aufgeschmissen. Würde ich nicht sehen. Durch die zu helle Eingestellung. Zu
hell eingestellten Sachen. Nein, fangen wir nochmal an. Ich wäre ziemlich aufgeschmissen, würde ich die Wege nicht sehen durch meinen zu hell eingestellten Bildschirm. So, ja. Ich war gerade in Gedanken woanders. So, die schieben wir jetzt wieder hier runter. Können wir nicht weiter. Das heißt, können wir uns hier vorbeischummeln? Wollen wir uns hier vorbeischummeln? Nein, können wir uns. Nein, das wollte ich nicht machen. Ja, ich glaube, das können wir ohne Hit jetzt nicht mehr machen. Spielt ja keine so große Rolle. So, eins. Wir machen jetzt die ganzen... Nein! So. Jetzt! So. Das heißt, wir müssen jetzt den Weg wieder runter. Wir müssen jetzt... Können wir das ungefähr? Ne, können wir nicht mehr. Also, jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Ich merke bereits, dass es ziemlich anstrengend sein wird. Oh. Denn wir müssen jetzt die ganzen Felifants wieder machen. Hä? Da haben wir uns jetzt elegant vorbeigemogelt. Das wollte ich aber so nicht machen. Ich wollte das so machen. Ja, ich wollte mich hier so vorbeimogeln. Nicht anderes. Nicht anders. So. Dich provoziere ich auf den Dreierblock hier rüber. Dann kann ich mich hier so runtertricksen und dann so. Dann schiebe ich dich trotzdem nochmal so. Gehe ich hier vor. Mache ich den hier, speichern und zack, 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 hoch. Klappt ja wunderbar. So weit, so gut. Können wir? Nein, können wir nicht. Das heißt, wir müssen das jetzt... Ah, ich sehe gerade, das kann ich aber trotzdem... So, dann muss ich jetzt nur auf Enterhaken wechseln, dann können wir uns hier so rüber haken. Dann müssen wir wieder hier runter. Wieder hier hoch. Hier hoch, sagte ich. Speichern. Hier rauf haken. So, Moment, wo können wir uns eigentlich... Ne, können wir nicht. Ich habe verstanden. So, wie machen wir den? Den machen wir ganz einfach. Wie die anderen auch. Ziehen, schieben, drücken und so weiter. Den können wir aber auch ohne Hit machen. Das machen wir jetzt so. So. Überlegen. Nein! Nee. Da müssen wir jetzt echt wieder außen rumlaufen. So, da wäre ich jetzt fast in den Abgrund gelaufen. Böse, böse. So. Aha. Da haben wir ja den Hammer bereits ausgelöst. Beziehungsweise hau den Lukas. Da haben wir bereits gespielt. Ich hab's doch auch gerade hingekriegt. Ja, dann saug mich halt dahin. Das ist mir auch egal. Meine Güte. So. Dann schieben wir das jetzt wieder hier hoch. Also das ist, denke ich mal, der längste Part in dem kompletten Spiel gewesen, oder? Also das ist echt pervers, wie lange das dauert. Für einen läppischen Schlüssel.
Wohlgemerkt für einen Schlüssel. Nein. Das machen wir jetzt gescheit. Na. Nee, wir müssen durchaus den hier so schieben, damit wir da vorbeikommen. Ja, ja, erfolgreich vorbeigetrickst, wie vorhin auch schon. Na, es klappt aber auch immer nur manchmal, ist mir aufgefallen. So, jetzt muss ich meine Augen wieder schärfen. Wo ist da der Weg? Da ist der Weg. Speichern. Um Gottes Willen, mir fällt gerade ein, stellt euch mal vor, der ganze Weg wäre jetzt gepflastert mit Beamos oder diesen Bzzz-Kreaturen. Das wäre echt ultra fies. So, wie machen wir das jetzt nur? Moment, ich muss gerade gucken, können wir hier, können wir... So, müssen wir das jetzt so... Dann machen wir den hier so. Gleich haben wir es geschafft, Leute. Gleich haben wir es geschafft. Gleich ist es geschafft. Gleich. So, da beschleunige ich noch einmal. Und jetzt haben wir es gleich. So. Ja, jetzt haben wir es geschafft. So, den Triumph gönne ich mir mit einem Beschleunigen. Scheiße, wie geht's jetzt weiter? Nein, natürlich weiß ich es ja. So. Zack. Und wir haben einen Schlüssel. Können wir das... Ach, scheiß drauf. So. Mit dem Schlüssel gehen wir... Ach ja, jetzt weiß ich, warum wir das hier auch schieben können. Damit wir das hier ebenso ausnutzen. Damit wir hier wieder zurückkommen. Können wir das jetzt endlich kaputt machen? Mein Gott, schleicht dich da hinten. Ich spüre meine Macht des Feuers. So. Weiter geht's. Ach, die Fackeln können wir auch benutzen als... Als Grabbel-Dingsbums. Das wusste ich ja gar nicht. So, den Krug nehmen wir als Protest mit. Den zertrümmern wir ganz genau da auf dem Schädel. Den Fake heben wir hoch. Und haben jetzt mittlerweile schon 43 Minuten aufgenommen und sind in dem Tempel noch nicht großartig weiter. Yay! Das wird sich hinziehen. Bong. Aber jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt kommt nicht mehr allzu viel. Was war das? Piece of a heart? Piece of a heart. Wie kommen wir da runter? Da müssen wir auf jeden Fall einmal Schalter drücken. Ja, ich weiß, ich hätte jetzt das Stockwerk hochlaufen können. Wollte ich jetzt aber gerade nicht machen. Genau. Moment mal, war das gerade ein Kopf? Hatte der keinen Schwanz mehr? So. Können wir nicht. Nee, können wir nicht. Aber ich möchte jetzt trotzdem gerne wissen, wo es da weitergeht.